Barra gets. So. Perfekt, alles trocken. Das ist schön. Jetzt macht es mir einiges einfacher. Ich hasse nämlich Regen. Wenn ich du wäre, würde ich so investieren. Was habe ich denn noch? Das da? Kann man noch reinbauen. Perfekt, dann sind wir da auch soweit durch. Ein bisschen Antrieb rausbauen. Und dann gehen wir rein. Auf. Dieses Wochenende sind wir in Shanghai für den Grand Prix von China. Los geht's heute mit dem Training. Eine Möglichkeit für die Fahrer, Strecke und Auto kennenzulernen und herauszufinden, ob sie nach dem Zusammenbau des Autos an der Strecke sich für das richtige Setup entschieden haben. Also Stefan Römer, warum erzählst du uns nicht, was die Fahrer in dieser Session alles anstellen werden? Ich würde sagen, die erste Aufgabe für die Fahrer im freien Training ist es, Daten für Wechselwirkungen zu ermitteln, die es den Technikern ermöglichen, die Simulationsmodelle mit echten Daten zu versorgen und damit zu vergleichen. Als zweites braucht der Fahrer eine gewisse Zeit, um sich an einen Kurs zu gewöhnen, den er wahrscheinlich ein ganzes Jahr lang nicht gefahren ist. Das ist ein Fakt, der oft übersehen wird. Und schließlich konzentriert man sich auf die Details der Autoeinstellungen und die Reifenabnutzung. Es ist äußerst wichtig, ein gutes Verhältnis zu deinem Renningenieur zu haben, damit er die richtigen Verbesserungen zur richtigen Zeit vornehmen kann und am Ende für die Leistung sorgt, die du auf der Strecke brauchst. So ist das. Na gut. Erste Training. Carl probably mentioned the new parts that have come in from the factory. Well, they're all fitted and good to go. I hope they do the trick. Guck mal, wie es fit im Training wird. Training 1 trocken, Training 2 trocken, Training 3 trocken. Perfekt, rein, Wochenende trocken. Perfekt. Gut zu wissen. Das sind wahrscheinlich drei Runden, die wir heute fahren oder jetzt fahren. So, mal Benzin wieder auf Fett stellen, das vergesse ich nämlich auch sehr gerne immer wieder. Schauen wir mal, was für eine Zeit wir gleich raus haben.
1,367. Da geht aber noch was. Könnte jetzt ersten Sektor wieder violett sein. Hier ist es auch. Mal gucken, ob wir die Zeit unter 1,36 noch gedrückt bekommen. Im zweiten Sektor sieht es gut aus. Forschen wir bei fast noch über eine Sekunde mittlerweile. ...35,5 tippe ich mal. Was in die Richtung. Ansage. Das wird definitiv keine Verbesserung. Dafür ist die Runde nicht gut genug. Training 1 durch. I know it's tempting to focus entirely on the race, but we should put a bit of time aside to run the qualifying sim program. Try to run it before the end of FP3 if you can. Boah, guter Abstand. Fast 2 Sekunden. Okay. Da wollt ihr es wissen. Und da jetzt alle Fahrzeuge die Ziellinie überquert haben, schauen wir uns noch einmal die drei Bestplatzierten. Hamilton, Bottas und Richter. Das war's. Das Training ist offiziell beendet. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. So.
So. Da bin ich wieder. Und dann gehen wir rein ins nächste Training. Gut, aber auf die Strecke. Gucken wir mal, was jetzt drin ist. Uhr 35.2 sind sie eben gefahren. An der Spitze. Das ist aber jetzt auch keine Zeit, die wir jetzt knacken müssen. So, dann wäre es wahrscheinlich im nächsten Abschnitt. Vorsichtig sein, also nicht, dass wir uns irgendwie wegdrehen. Die Runde ist natürlich alles andere als gut. Drei, die Spitze, die erste Bestzeit. Wird wahrscheinlich nicht unsere Zeit werden. Doch. 36,5 sogar. Jetzt bin ich nochmal im zweiten Sektor, im zweiten Versuch, eine deutlich bessere Zeit hinzulegen. Eine Sekunde muss doch zu finden sein, irgendwie. Reise. 35,4. Thank you.
next two laps. Ja, war die Runde vielleicht noch zu Ende. Reicht aber nicht. Doch, liegen gelassen noch. Naja. Es wird Zeit, noch einmal einen Blick auf die drei Bestplatzierten zu werfen. Richter, Weber und Carlos Sainz Jr. Wenn das heutige Training auf etwas hindeutet, dann auf ein außergewöhnliches Wochenende der Formel 1. Genau so ist es. Fast durch. Training 3. Dann schauen wir mal, was wir jetzt im dritten Training noch hinkriegen mit den roten. Sind auf jeden Fall wieder vorne dabei. Zweiter Sektor lila.
So, jetzt der Versuch 35-1. Weil wir noch nicht perfekt ist, die Runde. Viel geholt hier. Gucken. Für 33 wird es nicht reichen, aber 34, 3, 2, irgendwie sowas. Feierabend, mehr wird hier nicht werden. Die Session ist abgeschlossen, also sehen wir uns unsere Top 3 noch einmal an. Richter, Bottas und Sebastian Vettel. Was für eine unglaubliche Trainingssession. Aber der Spaß ist damit noch nicht zu Ende. Der Rest des Wochenendes liegt noch vor uns. Gut, das war's Training. Und damit geht's weiter.